The EU is carrying out a big reform of its VAT system in place since 1993. This year, the European Commission launched an action plan on VAT, a major part of Europe's economy, raising in 2014 almost €1 trillion, or about 7% of EU GDP. Parliament is developing its response in an own initiative resolution on ways of achieving a definitive VAT system and fighting huge levels of VAT fraud. At the wheel of that, German European People's Party MEP Werner Langen. Herr Langen, was ist Ihr Ziel mit dieser Gesetzgebung? Es sind zwei Hauptziele. Das erste ist, ein endgültiges Mehrwertsteuersystem zu finden, denn seit 23 Jahren haben wir nur ein Übergangssystem. Und das Zweite, das ist das Wichtigere, ist die Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetruges, der erhebliche Dimensionen annimmt. Und nach der jüngsten Berechnung des Europäischen Rechnungshofs werden ca. 160 Milliarden Euro jährlich hinterzogen. Davon sowohl innerhalb der Staaten als auch grenzüberschreitend. Und das endgültige System muss nach meiner Überzeugung diesen Betrug deutlich reduzieren, wenn nicht beenden. Wie funktioniert das, wenn ich zum Beispiel ein Mehrwertsteuerbetrüger wäre? Was würde ich tun? Das hat zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist die, dass man die Steuern einfach nicht abführt, obwohl man verpflichtet ist. Und die andere Dimension ist die, dass man in diesem gestaffelten System der Mehrwertsteuer die Rückstattung kassiert, bevor man die Steuer selbst bezahlt hat. Das ist insbesondere im grenzüberschreitenden Verkehr so, dass fiktive Firmen gegründet werden, die die Erstattung bekommen, aber verschwunden sind, wenn sie selbst zahlen sollen. Das wird auf ungefähr 50 Milliarden Euro berechnet. Da gibt es einzelne Branchen, die besonders anfällig sind. Das ist eine professionelle, organisierte Kriminalität. Und im Laufe dieser ganzen Gesetzgebung, was für Hindernisse haben Sie erlebt? Das wichtigste Hindernis ist, dass es die Steuerfragen eine einstimmige Entscheidung der Mitgliedstaaten bedürfen. Die sechste Mehrwertsteuerrichtlinie war ein großer Fortschritt, aber sie hat zum Beispiel hinsichtlich der Steuersätze und der Ausnahmen und der wettbewerbsverzerrenden Dinge hat sie im Grunde den Ist-Bestand der Vormehrwertsteuerrichtlinie festgeschrieben. Und wie weit das geht, haben Sie auf einem der letzten Gipfel gesehen, als Großbritannien verlangt hat, man müsse für weibliche Hygieneartikel den Nullsatz zulassen. Das war die sogenannte Tamponsteuer. Das war im Gipfeldokument sogar drin, weil aufgrund der historischen Geschichte das nur für männliche Produkte wie Rasiercremen, Rasierschaum und sowas vorgesehen waren und soll jetzt auch für weibliche Hygieneprodukte zugelassen werden. Das ist ein berechtigtes Anliegen. Aber durch die Einstimmigkeit und durch die Notwendigkeit, dass die Kommission alle zwei Jahre das Mehrwertsteuersystem überprüft und auch die Gerechtigkeit der Steuersätze kommentiert, haben wir ein System, was sich nicht wirklich weiterentwickelt hat. Und die Kommission hat angekündigt, zum Jahresende macht sie konkrete Gesetzgebungsvorschläge. Und sehen Sie jetzt eine Gelegenheit für die EU, eigene Mittel zu heben? Das ist eine andere Geschichte. Die EU hat ja einen Anteil am Mehrwertsteueraufkommen heute. Und wenn der Betrug reduziert wird, wird dieser Anteil automatisch steigen. Über die Eigenmittelfragen, da beraten ja andere. Im Augenblick haben wir über die Financial Capacity der Eurozone eine Diskussion, einen Bericht Beres-Böge. Darüber werden wir gesondert reden müssen. Ob die Mehrwertsteuer dafür geeignet ist, weiß ich nicht, aber sie bildet ja schon eine der Basen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man auch darüber nachdenken wird, aber erst nach der Reform. Die EU hat wenig Kontrolle über Steuer. Die Leute, scheint es, wollen weniger EU. Aber in dieser Gesetzgebung wird es mehr EU-Kontrolle und Übersicht geben. Ist das eigentlich vernünftig? Also einmal, ich bin nicht sicher, dass die Menschen in Europa weniger Europa wollen. Sie wollen ein besseres Europa. Sie wollen nicht die Regulierung bis ins Detail. Sie wollen neue Herausforderungen bewältigt haben in der Migrationspolitik, in der Außen- und Sicherheitspolitik, in vielen, vielen anderen Fragen, aber nicht im Detail vorgeschrieben bekommen, wie das in den letzten 10 Jahren etwa im Zusammenhang mit Umwelt, aber auch mit Harmonisierung der Fall war. Also das ist meine erste Anmerkung. Die zweite Anmerkung dazu ist,
Ich glaube, wir müssen in Europa darauf hinwirken, dass es keinen unfairen Wettbewerb gibt. Wettbewerb muss es geben, auch zwischen den Systemen. Aber der unfaire Wettbewerb, etwa wenn ich an die Besteuerung von Großunternehmen denke, denn geschädigt wird der normale gute Steuerzahler und der Arbeitnehmer, der die Abzüge automatisch hat von seinem Lohn, der aber die Mehrwertsteuer natürlich zahlen muss und auch die kleinen und mittleren Unternehmen, die entsprechende Konstruktionen nicht wählen können. Also die Frage der Steuergerechtigkeit, die wird eine dominierende Rolle auch in Zukunft spielen und da setze ich auf Europa. Vielen Dank, Herr Lange. Ja. Danke schön.